Wir rechnen schon mit einem grünen Hulk in Descent. Das geht doch nicht. Moment, wieso? Ach so. Ich bin so verschwenderisch, ne? Aber irgendwie... Das sind doch Unsichtbare. Ich sehe sie doch. Sag's doch. Wusstest doch. Hab ich's doch gesagt. Wusstest doch gesagt. Oh ja. Da ist noch mehr. Und irgendwann kommt der Grüne. Boah, ich will die lieber jetzt ausschalten, als wenn ich dann im Gang bin. Oh, dann in dem engen Gang. Moment. 116, das ist mir zu wenig. Also 116 ist unter meiner Würde. Mein Niveau hat deutlich höhere Ansprüche bekommen. Speicher schnell. Und jetzt, wo bist du, Hulk? Wo bist du? Der muss da oben sein, da kam er immer her. Er will nur jetzt nicht, wie es scheint. Ja. Wieso treffe ich denn nicht? Dumme Sache, das kann nicht sein. Wieso ist das so? Das will ich nicht so haben, dieses Lied. Es ist dieser Hulk weg. Was soll ich jetzt mit diesem Cloaked anfangen? Diesem Cloaked. Cloaked. Ich weiß nicht mal, wo ich bin und wo ich hin muss und trotzdem habe ich ein Cloaked-Teil. War da ein Secret? Hab ich da was gehört? Nee, hab ich nicht. Hab ich. Aber ich will es nicht gehört haben. So. Hat sich ja voll gelohnt hier, wa? Moment, war ich hier schon drin? Ja, da ging es hier durch. Dann hätte sich das ja gar nicht gelohnt. Ach, eine gelbe Schlüssel brauche ich? Das ergibt alles keinen Sinn. So, nach rechts. Und dann haben wir ein Problem, denn hier geht's nicht weiter. Das Level scheint nicht irgendwie an Gegnern eine große Herausforderung zu sein, sondern an Rätseln, wie es weitergeht. Jetzt kommt der Grüne, wa? Stehne nicht, wo es weitergeht. Ich sehe die Farben nicht. Ich kann gar nichts mehr wahrnehmen. Schnapp mir einfach mal die Schilds. Wo kommt denn der jetzt her? Die ganze Zeit wollte er nicht. Aber so ein Laden, das bringt ihn dann aus dem Konzept. Ich wollte trotzdem dieses Schild haben. Und dann dieses Schild. Und dann abhauen. Oh, und der kommt mir nach. Lohnt sich das jetzt, das Schild einzusammeln oder nicht? 3, 2, 1 gekauft. Ah! So. Ah, wer ist das denn? Das kenne ich nicht. Du bist neu. Wie viele Gegner sind in diesem kleinen Tunnel? Auf jeden Fall komme ich ja da nicht durch. Das ist dumm. Weil es da nicht reingeht. Was überhaupt keinen Sinn ergibt, denn es muss ja hier weitergehen. Oder muss ich jetzt alle Gegner besiegen? Nee, das war noch nie so in Destiny. Gegner waren immer nur Sekundärziel. Was nichts daran geändert hat, dass man sie meistens ausschalten musste, sonst konnte das Primärziel nicht erreicht werden. Ups. Letztendlich geht es ja nur um den Endboss, also wie hieß er denn? Reaktor! Rektor. Aus dem Rektrum. Oh. Ding.
schimmerlos, nix los. War ich da? Ja, da komme ich her. Wo muss ich hin? Ich überlege, was ich tun soll. Ich meine, es hat ja keinen Sinn, hier tausendmal im Kreis zu fliegen und auf den Gegner zu warten. Oder bringt es jetzt, wenn ich das Kloake mitnehme? Wahrscheinlich nicht. Will ich mir schon irgendwie aufheben, wenn ich weiß, wo es hingeht, dass ich das dann auch nutzen kann. Könnte eventuell hilfreich sein. Secret. Gib mir eins. Hauptsache die Musik stimmt. Aber ansonsten stimmt ja gar nichts mehr. Moment, bin ich schon im Kreis geflogen? Was ist das denn, dummes? Moment. Wahrscheinlich ist hier irgendwo im Gang so ein beschissener geheimer Gang. Ein Gang im Gang. Ein Stein im Brett. Irgendwo. Da geht's dann halt dahin, wo ich hin muss. Nämlich in diesen komischen kleinen Tunnel mit den 1000 Gegnern. Und hier, es ist doch eine Tür. Echt mal. Ist das normal, dass die so rot wird? Ja. So. Bin etwas ratlos. Es gab noch andere blaue Türen, das weiß ich. Und eine von ihnen werde ich jetzt finden müssen. Ich habe noch keinen gelben Schlüssel, aber ich habe schon wieder mindestens zwei Möglichkeiten, wo ich ihn einsetzen könnte. Wo ging es denn eigentlich? Ich glaube geradeaus. Aber das ist ja, glaube ich, irrelevant, weil die Relevanz an sich stetig in Frage steht, weil sie ständig durch weiterkehrende Situationen beeinflusst wird und dadurch die Gesamtsituation an sich schon was ganz anderes bedeutet als das eigentliche, was ich hier sagen wollte. Von daher kann man nur sagen, es war total egal, was ich hier gesagt habe. Von daher auch das, was ich noch sagen werde, aber ist ja auch egal, denn ist ja nur ein Let's Play, sozusagen. Mehr habe ich auch gar nicht zu sagen. So. Da ist was, da war ich bestimmt noch nicht drin, da war ich schon drin. Sah so verlockend aus. Roten Schlüssel habe ich noch nicht, deswegen kann ich irgendwo noch nicht rein, wo es hier einen Schlüssel, roten Schlüssel erforderlich machte. War ich hier schon drin? Aber sicher war ich da, ist aber sicher. Geh trotzdem rein. Wahrscheinlich komme ich von da gerade. Ja, das ist schlimm mit mir. Ich weiß das schon selber. Das ist auch der Grund, warum ich meine eigenen Videos nicht gucke. Und auch der Grund, warum ich so wenig Aufrufe habe. Ja, von da komme ich. Hättet mich ja warnen können. Also beschwert euch nicht in den Kommentaren. War das jetzt, das war die Tür, ne? Ja. Bin paranoid geworden. Durch einige verpasste Secrets in älteren Leveln. Brot. Also muss ich mal wieder hier hin. Wenn es hier nicht noch irgendwo anders lang geht.
unerwarteterweise. Nö. Gut, dann nicht. War ein Versuch. Keine Spawner. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Aber beide hatte ich schon mal genutzt. Da ist noch eine blaue Tür. Das heißt, ich will da rein, wo ich gerade nicht hingucke. Ich will ja die andere blaue Tür austesten. Das kann ich nur, indem ich auch sie aufsuche. Welch bestechende Logik. So. Und nun bin ich da, wo ich niemals hätte sein wollen, weil ich keine Ahnung habe, wie ich da gekommen bin. Moment. Fast gegenüber von der derzeitigen. Ja. Die Karte ergibt Sinn. Sie kann sogar nützlich sein. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Ein Weg. Wir haben einen Weg gefunden und der wird bewacht von niemandem. Von einer weiteren Tür. Und die wird bewacht von drei grünen... Nicht halt. Nein. Gar nicht. Das zerstört aber das ganze System des Spiels. Tür, Gegner. Und wenn nicht... Oh, da haben wir es ja wieder. Er hat mich nicht erwischt. Der erwischt mich jetzt. Der hat mich erwischt. Dieser dreckige Kind. Dieser dreckige Kind. Stirb, du dreckiger Kind. So. Da war doch was, oder? Ne, da wollte ich einfach noch gucken. Da war nämlich eine Bombe, die uneinsammelbar ihr Leben für immer hier austauchen wird. So. Was soll dieses Kreuz, dieses viereckige, vierdimensionale, mit Blut beschmierte... Vielleicht einfach nur zur Deko. Deko. Hä? Hä? Wo? Was? Wo kommst du denn her? Wo hast du dich in einem Balken versteckt? Das willst du mir ja wohl nicht weiß machen jetzt, oder? Der kam bestimmt von hier. Was? Oh, da ist er, da ist er, da kommt er angedüscht, wie so ein Düsenjäger. Ich wollte gerade speichern. Habe ich zum Glück nicht gemacht. Da kann nämlich echt schief gehen. Der wartet da also sein paar Sekündchen und dann geht's los. Ding, ding. Ding, 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 ding. Der hat mich nicht erwischt, der hat mich nicht erwischt. Schnell speichern, 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 speichern. Komm her, du grüner Hulk, du grüner Hulk. Du bist genauso eintönig wie die Musik. Und so berechenbar wie... Die Tatsache, dass auf dieses Lied ein besseres folgen wird. Ist er tot? Ist er tot? Ist er tot? Er ist tot? Ich glaub's ja nicht. Kann ich mich endlich mal in Ruhe um die Beendigung der Suche hier kümmern. Denn hier war da noch eine Tür, oder? Habe ich da nicht noch eine gesehen oder war das jetzt nur die alte? Das war die alte. Ich wollte nicht vergewissern hier. Denn man übersieht zu leicht Sachen. Ich will nicht, wie viele Sachen ich schon wieder übersehen habe bisher. Bestimmt Laser 5 oder sowas. Quad Laser. Oder noch mehr Laser. Bestimmt sind wir eigentlich schon im Hexadezimalbereich. So. Oh, Wings. Ich hätte so viele Homings eigentlich benutzen können schon bisher, weil ich ja immer wieder neue krieg. Gelber Schlüssel.
Wenn ich einen gelben habe, dann mache ich eine Pause. Also das dauert echt ewig, das Level. Also Pause von der Woche oder so wieder mindestens. Wie immer, wenn ich keinen Urlaub habe. Und den habe ich halt zu selten. Ach, jetzt bin ich hier. Ich weiß, wo ich bin. Wenn es auch wirklich das ist. Zum Glück habe ich das Kloakenteil nicht genommen, denn das brauche ich gar nicht. Naja, ich hätte es ja trotzdem nehmen können, aber es bringt halt nichts. Ja, da war irgendwie mal klar, ne? Irgendwann muss da ja wieder einer kommen. Homings warten genug und oben. Also, jetzt könnte ich das Kloakenteil nutzen, aber es hält nicht so lange. Bis ich hier bin, ist schon längst vorbei, wette ich drauf. Der Tod wenigstens. Er ist noch nicht mal tot. Was machen wir denn da? Reinfliegen und dann kamikaze-mäßig den gelben Schlüssel schnappen. Und dann erstmal einen sicher Speicherstand machen. Und jetzt? Gar keine Chance, gar keine Chance. Was haben wir denn da? Aha, fast. Ganz knapp. Ach, das geht sogar. Ah, es geht sogar, es geht sogar. Wie geil ist das denn? Geil ist das denn? Geil ist das? Ja, wenn ich nicht immer so... Der haut ja dann ab, ein bisschen. Ach, jetzt sind sie wieder umgetauscht. Und der lebt immer noch. Das ist halt das Dumme. Der lebt so ewig lang. So lange wie Ganondorf fast. Muss ich halt das besser machen wie vorher. Da habe ich doch irgendwas erreicht gerade. Ich kann ruhig auf 14... Was? Auf 14 speichern. Ach, der lebt immer noch, es war so klar. Bei den Punkten sieht man ja auch, aber ich höre es ja auch, dass er noch schießt. 1500, er ist tot. Das ist alles gewesen. Also mit Homings kein Problem. Solange man Homings hat, ist man hier echt auf der sicheren Seite. Und jetzt komm, jetzt komm, jetzt komm, jetzt komm, was kommt, was kommt, was kommt? Es kommt gar nichts. Puh. Dieses Spiel, es hat einige Enttäuschungen parat. In Form von Gegnern und Nicht-Gegnern. Und jetzt kann ich mir endlich die Homings nicht einsammeln, weil es Concussion sind, aber hier sind Homings. Und jetzt habe ich den gelben Schlüssel. Dann speichere ich am besten hier ab. Dann habe ich zumindest noch ein Stückchen, das ich fliegen kann, bis ich bei der gelben Tür bin. Und dann kann ich die Gefangenen scheinbar befreien. Nicht, dass ich dann bei der gelben Tür dann direkt nicht weiterkomme und dann gleich so die Aufnahme beginnt beim nächsten Mal. Gut, dann speichere ich hier, sage Tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich wahrscheinlich den roten Schlüssel hole oder versuche zu holen und das Level vielleicht beende oder auch nicht. Mein Name ist Sam. Ciao. Ciao. Ciao.